Vom 24. Oktober bis zum 22. November ist die Skorpionsaison eröffnet. Und somit meine. Genau, ich bin nämlich Skorpion vom Sternzeichen. Und ich weiß gar nicht, wie, wann, wo, weshalb ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, wonach ich gesucht habe, dass ich gedacht habe, ey, eigentlich wäre doch so eine Sternzeichenreihe ziemlich cool. Ich mag Sternzeichen, mir macht das eigentlich ziemlich viel Spaß und ich finde, da steckt auch so ein bisschen Wahrheit drin, aber ich bin jetzt nicht so krass fanatisch, dass ich so Sonne, Mond und Sterne, weißt du, wie ich meine, da voll dahinter bin. Aber so ganz Standard Sternzeichen und was dann so steht, finde ich, trifft oft sehr gut zu. Und ich frage die Leute tatsächlich immer, was bist du denn für ein Sternzeichen? Hat für mich dann in der Beziehung überspielt dann keine Rolle, aber ich finde es halt einfach interessant, genau. Und ja, Skorpion. Skorpion hat auch seine Farben und so werde ich mich mit diesen vorgegebenen Farben schminken. Also jedes einzelne Sternzeichen hat halt seine Farben. Ich habe gesehen, es unterscheidet sich. Also der eine sagt so, der eine gibt nur eine Farbe, der andere gibt gleich vier Farben. Und ich habe eine Seite auf Pinterest gefunden, die fand ich ziemlich cool. Das kann ich euch mal zeigen. Danach arbeite ich. Also man sollte es gar nicht so ernst nehmen oder so. Das habe ich gefunden und nach diesem Schema werde ich jetzt versuchen, Looks nachzuschminken. Und Skorpion sind diese Farben. Ich habe mir schon ein paar Paletten zurechtgelegt und werde versuchen, damit eben meinen Look zu schminken. Und werde immer gucken, so ein bisschen mich dem anzupassen. Also Skorpion ist sehr, sehr dark, taucht gerne in die Weiten der Wälder, der Welt oder so. Sterne, Sonne, Mond und Sterne. Ich habe überlegt, wie kann ich meine Haare stylen, was passt zum Skorpion? Und ich finde sowas, so richtig sleek oder auch so richtig streng nach hinten und so ein strenger Zopf, finde ich ziemlich geil, weil ja, und Skorpion ist tatsächlich, egal wo man liest, einer der am schlechtesten, also der Skorpion hat den schlechtesten Ruf. Dabei finde ich, ist es das beste Sternzeichen ever. Also keiner soll sich hier irgendwie angegriffen fühlen. Ich glaube, bei Sternzeichen werden die Gemüter heiß, aber ich finde es cool, wenn wir unten mal so ein bisschen diskutieren können. Trifft es auf euch zu? Ich werde auf jeden Fall Stärken und Schwächen eines Skorpions vorlesen und werde dann auch sagen, ob das zum Beispiel bei mir zutrifft oder nicht. Und die Skorpione unter euch können das dann genauso machen und dann mit allen Sternzeichen weiter. Und ich werde jeden Monat ein Video machen. Ne? Nicht jede Woche, sondern immer zum jeweiligen Sternzeichen. Das Element des Skorpions ist ja Wasser, was ich ziemlich cool finde, weil ich liebe Wasser, ich liebe das Meer. Das ist für mich das Interessanteste, was dieses ganze Universum zu bieten hat. Also so die Tiefen des Meeres, dieses Unerforschte, finde ich ziemlich faszinierend, gruselt mich. Also es ist so eine Faszination, es ist Angst, das ist alles in einem. Ja, und ich habe großen Respekt vor dem Meer. Also ich überschätze mich da nie. Ich bin mal sehr vorsichtig, lieber weniger. Also weniger ist auf jeden Fall mehr bei mir. Aber es zieht mich tatsächlich immer ins Wasser. Man sagt, dass Skorpione analysierend sind. Oder ehrgeizig, engagiert, entschlossen, fleißig, forschend, furchtlos, geheimnisvoll, grübeln, intelligent, tief schürfen, unergründlich, unerschrocken, widerstandsfähig, willensstark, zäh, zielstrebig, zuverlässig. Also da gibt es, die Liste ist lang. Ich kann eigentlich vielem zustimmen. Selbstkritisch zum Beispiel auch. Ich bin zum Beispiel sehr selbstkritisch. Ich bin mit anderen viel gnädiger, als ich es mit mir bin. Weiß nicht, ob es bei anderen auch so ist. Ich bin sehr zielstrebig, das passt zum Beispiel auch sehr. Aber nur bei Dingen, die mein Interesse haben. Also wenn ich zum Beispiel, wenn da Dinge sind, die mich nicht interessieren, dann kriegt man mich da auch nicht hin. Also da bin ich schnell weg. Das steht tatsächlich sogar in meinen Zeugnissen, dass ich nur bei Themen mitmache, die mich interessieren. Ansonsten bin ich wohl in meinen Tagträumen. Ja. Also das waren so ein bisschen die Stärken des Skorpions. Und wie gesagt, in vielen Dingen finde ich mich auf jeden Fall wieder. Und dann gibt es natürlich auch Schwächen. Also zum Beispiel eifersüchtig, gerissen, jähzornig, kompromisslos, machtgierig, manipulierend. Misstrauisch, nachtragend, pessimistisch, rachsüchtig, rechthaberisch, sarkastisch, skrupellos, undurchschaubar, unversöhnlich und verbissen. Das klingt schon ziemlich bitter, finde ich. Also es klingt wirklich wie das Allerschlimmste ever. Aber in vielen Dingen sehe ich mich tatsächlich nicht. So zum Beispiel nachtragend. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht nachtragend bin. Also egal, mit wem ich Zoff bin. Ich konnte mich immer mit den Leuten an einen Tisch setzen und das ausdiskutieren.
aber nur, wenn ich Interesse an dem Menschen habe. Dazu neige ich tatsächlich, wenn das mir nicht so viel wert ist, also nicht im Negativen, du bist mir nichts wert, sondern wenn die Beziehung oder diese Freundschaft eben mir das nicht wert ist, dann entferne ich die Leute super schnell aus meinem Leben. Dann muss ich mich nicht zusammensetzen und das so ausdiskutieren. Das nicht, aber irgendwann verzeihe ich. Also ich bin dann drüber hinweg, ich bin Leuten nicht mehr böse, aber ich habe sie auch nicht mehr in meinem Leben. Also da bin ich sehr, sehr schnell, dass ich die Leute dann sage so, okay und tschüss. Aber bei Leuten, natürlich in der Familie, Freunde, Beziehung, das ist mir schon ziemlich wichtig, um ehrlich zu sein. Und dann kann ich mich zoffen, aber nach 5 Minuten ist halt auch wieder gut. Oder 10 Minuten. Vielleicht auch ein bisschen länger, aber dann ist auch gut. Oder das Wort kompromisslos. Weiß ich nicht, ob ich kompromisslos wäre. Also ich bin schon kompromissbereit. Vielleicht nicht immer und in allen Dingen. Oder, Sebastian? Findest du, ich bin kompromissbereit? Ich überlege gerade, also mir würde jetzt nichts einfallen, wo ich mir denken würde, ja, kompromisslos oder so. Also ich würde auch sagen, bist kompromissbereit. Ja, misstrauisch ist zum Beispiel auch ein Schwächepunkt. Ich bin sehr misstrauisch. Also ich bin alles und jedem entgegne ich mit Misstrauen. Bin auch super so, warum, weshalb? Ja, geschäftlich. Ja, vor allem geschäftlich, also beruflich, sage ich mal. Aber vielleicht ist es auch einfach das Business, was so mit der Zeit, mit den Erfahrungen, die man macht, dass es vielleicht einen misstrauischer macht. Also man erlebt schon viel, kann man sagen. Also auf jeden Fall finde ich, Social Media ist auf jeden Fall ein Buch wert. Nicht nur im Positiven, sondern auch so das Negative, was so mit sich kommt, finde ich persönlich. Aber ich weiß auch von, also zum Beispiel meine beste Freundin Celine, die sagt auch, dass ich sehr misstrauisch bin. Und vielen Dingen, also vor allem neue Leute, ist bei mir ganz schwierig. Rachsüchtig, finde ich, klingt immer so krass. Also das sagt man ja wirklich über die, egal wo man es liest, so rachsüchtig. Ja, also das klingt rachsüchtig, finde ich, klingt immer so nach Hollywood-Film, aber tatsächlich ist es so, wenn ich etwas habe, also vor allem so dieses Berufliche, wenn dir so Dinge widerfahren, also es gibt ja immer zwei Seiten einer Geschichte, so, ne? Dann sagen wir mal Social Media, dann äußert sich ein Kollege, sage ich mal, aber ich schweige. Zum Beispiel, ich gehöre zu der Person, ich schweige. Also gibt es eigentlich immer nur die andere Seite der Geschichte, aber ich habe auch immer nicht so ein gehobenes Interesse dran, mich dazu zu äußern, aber dann empfinde ich schon so, ich zeige euch das halt schon so, ne? Also nicht so Rache, so, oh, ich schmiege so komische, rachsüchtige Dinge, so. Sneaky ist nicht. Nee, so, oh ja, auf einem Event verschütte ich mein Getränk in dein Gesicht oder sowas, keine Ahnung. Also da habe ich sowas nicht, aber ich denke mir dann so, boah, ich muss noch mehr arbeiten und so, ne? Das ist dann so meine Rache, mein Erfolg ist dann so meine Rache. Ja, vielleicht auch total Schwachsinn, aber da habe ich tatsächlich so Rachegefühle. Also dieses Video wird auf jeden Fall auch super persönlich. Aber ja, ich kann sagen, die Skorpione unter euch, ist es bei euch auch so? Habt ihr Rachgelüste und wenn, wie äußern die sich bei euch? Manipulierend habe ich auch schon öfters gehört, dass man das dem Skorpion nachsagt. Oh, manipulieren, also ich finde auch manipulieren ist so sehr negativ. Also wenn man so denkt, so manipulieren, dann klingt es schon so, boah, krass. Also ich kann, wenn ich will, Menschen in meiner Umgebung, auch wenn es beruflich ist, in eine gewisse Richtung leiten. Dazu könnte man eventuell manipulierend sagen. Aber so böswillig, Leute zu manipulieren, um sie auf meiner Seite zu haben, nee, das könnte ich nicht sagen. Oder wie versteht ihr denn das Wort manipulierend? Also das klingt so ultra böse. Also genauso wie rachsüchtig finde ich manipulieren auch so ultra, ultra böse. Sarkastisch, das bin ich auf jeden Fall. Also ich bin schon ein sarkastischer Mensch, ne? Ja. Ja. Ich auch. Ja. Sebastian und ich sind schon sarkastisch auf jeden Fall. Wobei der Freud, der Sigmund Freud, ja nichts Gutes über Sarkasmus sagt. Dann fallen hier Wörter so wie verbissen zum Beispiel. Verbissen kann ich sein bei Dingen, die mir wichtig sind. Dann kann ich mich da schon verbeißen. Aber ich kann auch loslassen. Also irgendwann ist halt auch gut.
Rechthaberisch stimmt bei mir zum Beispiel nicht. Wenn ich zum Beispiel, es gibt ja viele Diskussionen, auch in seinem Bekanntenkreis, wenn man die so hat, da gibt es bestimmte Personen, die halt auf ihre Aussagen pochen. Also da gibt es halt nichts als deren einzige Wahrheit. Und ich bin dann zum Beispiel so, wenn ich merke, dass bei der Person auch kein Weiterkommen ist, dass ich dann so zustimme, damit dieses Gespräch auch ein Ende findet. Also ich kann Leuten auch, obwohl ich immer noch der anderen Meinung bin, kann ich irgendwann auch still sein und sagen so, ja, stimmt, ja, also ich muss nicht bis aufs Blut mit den Leuten ins Endlose diskutieren. Also irgendwann ist es mir halt auch egal so. Und bei den netten Sachen zum Beispiel, also dieses engagiert, bewahren, belastbar, das sind so Sachen, die voll auf mich zutreffen. Also zum Beispiel meine Schwestern sagen auch immer, du bist zäh, also du bist die zäheste aus der Familie. Entschlossen, forschend, furchtlos, geheimnisvoll, das bin ich auf jeden Fall. Also viele sagen auch immer so, ja, du bist so geheimnisvoll. Also das habe ich schon mit vielen Menschen das Thema gehabt, die mich am Anfang halt nicht einschätzen konnten. Das fällt sowieso vielen Leuten schwer. Kreativ, leidenschaftlich, mutig und mysteriös, das sind so Sachen, die passen auch. Widerstandsfähig, zuverlässig, zäh. Guck mal, hier fällt sogar das Wort zäh. Ja, das sind so die guten Sachen und die finde ich an Skorpion, also an mir persönlich kann ich ja mal nur sagen, dass das schon auf jeden Fall passt. Wie ist es denn bei euch? Seid ihr so in diesem Sternzeichen-Ding? Ich habe das Gefühl, das hat auf jeden Fall in den Jahren richtig zugenommen. Also gefühlt jeder ist Sternzeichen-Experte. Ich bin absolut gar kein Sternzeichen-Experte. Ich finde es einfach nur interessant. Aber ich beschäftige mich jetzt auch nicht so sehr. Meine Freundin zum Beispiel, die ist richtig in dieser Sonne, Mond und Sterne-Geschichte drin. Mein Aszendenz ist übrigens auch Skorpion. Ne? Also ich bin Skorpion. Und ich hatte als Kind mal eine Begegnung mit einem Skorpion. Wir waren in der Türkei in den 90ern. Wir sind Brombeeren sammeln gegangen, irgendwo außerhalb von Istanbul. An diesen Straßen gingen dann diese Berge hoch. Und an diesem Geröll oder an diesem Berg oder was das war, waren halt diese Brombeerbüsche. Und dann hatten wir das Auto halt angehalten mit meinem Onkel, der auch in der Türkei lebt. Und dann bin ich da hochgeklettert und da war so ein Stein, also wirklich in diesem Berg drin und ich habe mich oben festgehalten und bin mit meinem Fuß darauf gestiegen, aber das war gar kein Stein, das war einfach nur Sand, was einfach wahrscheinlich durch den Regen nass geworden ist und das ist so klumpig geworden, es sah aus wie ein Stein, auf jeden Fall ist es gebrochen und ich bin richtig runtergerutscht und dann hebe ich meinen Fuß und was ist? So ein Skorpion da drin, unter meinem Fuß. Nicht zugestochen. Ich weiß nicht mehr, wie die Farbe war. War der so hell? Der war nicht so schwarz-schwarz, sondern der war eher so hell. So wie so braun, beige, sowas. Und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und mein Onkel hat das sofort gesehen und auch verstanden. Der hat mich oben gepackt und unten gepackt und mich so weggehoben. Das ist meine Begegnung mit einem Skorpionkinders. Also ich habe hier zum Beispiel einen Text von der Seite. Das kleine Tier mit dem giftigen Stachel versetzt so manchen in Angst und Schrecken. Und lange haben auch die menschlichen Skorpione mit gewissen Vorurteilen gegen ihr Sternzeichen leben müssen. Ihnen wurde Rachsucht und Hinterlist vorgeworfen, doch trifft das keineswegs auf sie zu. Also ich muss auch sagen, Hinterlist? Also sorry, Skorpione und hinterhältig. Skorpione sind super direkt und eigentlich fast schon zu ehrlich, was immer Probleme mit sich bringt. Das habe ich gelernt und vor allem in dieser Branche, wahrscheinlich in jeder Branche, meine Loyalität, egal wem, ob Kollegen, Brands oder Zuschauern, ist mir immer zum Verhängnis geworden. Das wurde mir immer anders ausgelegt. Leute haben die besten Möglichkeiten dafür ausgenutzt, das immer umzudrehen. Das habe ich gemerkt. Und es gibt sogar ein Buch, Die Ehrlichen sind die Dummen. Eigenwillig, stark und stolz. Definitiv. Ich bin eigenwillig, schon als Kind gewesen. Stark bin ich auch, allein schon durch meine Geschichte. Wer mein Buch nicht gelesen hat, das verlinke ich, ist eigentlich immer ganz oben in meiner Infobox verlinkt. Könnt ihr euch meine Geschichte gerne durchlesen, aber auch anhören. Ja, und stolz bin ich auch. Manchmal vielleicht zu stolz, das ist bei mir gerade aktuell voll das Thema. Und man sagt ja auch, dass die Skorpione ihren Stachel nur dann einsetzen, wenn sie sich wirklich gefährdet fühlen. Ich würde sagen, dass ich früher vielleicht auch schneller
zurückgeschlagen habe. Also wenn mir was nicht gepasst hat, dass ich dann direkt eine Reaktion drauf hatte. Aber heute ist das gar nicht mehr so. Aber ich glaube, das ist halt auch einfach durch den Job, durch diese Öffentlichkeit, dass man halt nicht alles nach außen trägt, auch wenn es so intern so Probleme gibt. Bin ich zum Beispiel, dass ich das eher zurückhalte, eher für mich behalte. Und dann denke ich mir halt auch, das ist mir auch einfach zu albern. Und oft sind die Leute mir gar nicht wichtig genug, um mich mit denen zu streiten. Also oft ist es wirklich so, dass die, ohne die herabzustufen, aber es ist mir so egal, dass mir selbst die Wahrheit egal ist, ob die Leute die wirkliche Geschichte kennen oder nicht. Es ist hier halt auch kein Kindergarten so, ne? Also... Und dann denke ich mir so, siebte Klasse Gossip Girl. Und dann mache ich sneakige Stories. Ja, Röntgenblick. Auf jeden Fall. Also ich bin ein großer Beobachter. Ich nehme sofort Blicke wahr, bestimmte Bewegungen, Stimmlagen setzen sich in meinem Kopf fest und dann geht es los. Warum hat er so geguckt? Warum hat sie jetzt das gemacht? Oh, sie ist heute ganz anders als sonst. Warum hat sie so gesprochen? Warum ist das und das, ne? Und dann geht's los. Und das ist richtig, richtig schlimm. Und dieser Röntgenblick beinhaltet halt auch das, also dass man alles so analysiert. Also ich sag mal so, Menschen kann ich gut. Ja, und ich war ja auch, ich meine, 8 Jahre Krankenschwester, ist auch nicht wenig. Der Job war halt eben mit Menschen zu sein. Auf jeden Fall eine große Gabe, manchmal aber auch ein großer Schmerz. Hier steht zum Beispiel geschrieben, so ein Skorpion ist eben kein bequemer Zeitgenosse, sondern ein echter Individualist. Gnadenlos ist er in den Ungerechtigkeiten des Lebens und den menschlichen Schwächen auf der Spur und setzt seine Intelligenz geschickt ein. Ja, doch was die einen fürchten, sehen die anderen als charakterliche Stärke und positive Persönlichkeit an. Also, ja, das passt schon. Also, wir hatten ja diese Umfrage, wenn ihr euch erinnert, da haben ja auch super viele von euch dran teilgenommen. Wir hatten ja so eine Online-Umfrage gestartet, da hatte ich euch auf Instagram einmal informiert und auch in einem YouTube-Video. Oh, das sind ja wirklich zigtausende haben dran teilgenommen. Und wir hatten natürlich auch Interviewpartner aus der, aus jobmäßig? Also aus der Branche. Aus der Branche, genau. Auch mit so Brands und Chefs, also mit Leuten, mit denen wir halt so schon gearbeitet haben. Und die haben mich auch analysiert. Wie sehen die denn diese Hatice Schmidt? Wer ist denn Hatice Schmidt? Und das, was da fällt, ist wirklich auch so diese Intelligenz, charakterstark, sehr loyal, also es wird dann doch eher als persönlich angesehen so. Kennt ihr Skorpione eigentlich? Also ich kenne ein paar. Ich hatte die schlimmste Skorpion-Erfahrung mit meiner Ex-Stationsleitung von der Klinik. Die hat mich jahrelang gemobbt und ich konnte mich nicht gegen sie wehren. Das war total schlimm. Ich konnte einfach nicht. Also man denkt so, ja, man ist stark und so selbstbewusst. Aber manchmal ist man wirklich gefesselt. Aber ich glaube, wenn man gemobbt wird, dann ist es auch scheißegal, was für ein Sternzeichen man hat. Also Mobbing ist ja auch wirklich ganz, ganz furchtbar. Und die war Skorpionfrau. Also ich finde, ich habe 2 Erfahrungen gemacht mit Skorpionfrauen. Also generell liebe ich Skorpionfrauen. Aber es gibt 2 Sorten. Also es gibt so richtig üble Skorpionfrauen und es gibt richtig korrekte Skorpionfrauen. Ich weiß nicht, könnt ihr das über euer Sternzeichen auch sagen? Ja, Skorpion sagt man auch eine gewisse Strenge nach. Das kann ich definitiv schon bestätigen, also bei mir. Ich bin sehr streng in vielen Dingen, also vor allem aber auch mit mir selber. Also mit anderen bin ich nicht so streng, wie ich es mit mir bin. Ja, man soll sich auch mit Skorpionen nicht so anlegen, vor allem wenn sie eben diese Angriffslust haben. Also das kann ich auch sagen, wenn ich richtig, also ich bin ja auch schon mal so, auch wenn ich glaube ich nach außen immer so voll gut drauf wirke, ist es gar nicht so. Also ich bin ein launischer Typ, aber nicht so, dass ich es an anderen Leuten auslasse, aber meine Mut kann sich halt schon verändern. Also es ist nicht, dass ich, wenn ich morgens aufstehe, gut drauf bin, dass es den ganzen Tag so bleibt. Also ich kann dann wieder so in dieses tiefe Nachdenkliche fallen. Ich kann auch in diese tiefe Hoffnungslosigkeit fallen und es kann sich dann aber auch wieder ändern und dann bin ich wieder voll so stark und hole mich da raus. Wenn man mich auf jeden Fall in meiner schlechten Mut herausfordert, also allgemein den Skorpion, dann kann der schon zustechen und auch gemein werden. Also was für Produkte ich benutze, verlinke ich übrigens alles in die Infobox. Macht euch da keine Gedanken. Ja, was sagen wir denn zu Job und Finanzen, liebe Leute, bei den Skorpionen? Also Skorpione, sagt man, sind erfolgreich. Ist das so? Kann man, glaube ich, nicht pauschalisieren. Also ich glaube, vor allem, was ist Erfolg?
kann man für jeden selbst definieren. Also wisst ihr, wie ich meine? Jeder kann in seinem Bereich meiner Meinung nach erfolgreich sein. Erfolgreich sein heißt nicht, berühmt zu sein. Erfolgreich sein heißt nicht, Millionen auf dem Konto zu haben. Ich finde, man kann schon in jedem Bereich seines Lebens erfolgreich sein, meiner Meinung nach. Alle Skorpione, die ich kenne, sind tatsächlich, also dass die wirklich keine halben Sachen machen. Also das sind wirklich alles Leute, die, wenn die was anfangen, das halt auch komplett zu Ende bringen. Ja, und dem Skorpion sagt man, na, dass es denen finanziell meistens gut geht und dass sie aber dazu neigen, zu viel Geld auszugeben. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit zu sagen, Leute, was euch zum Beispiel in dem Video fehlt oder was ihr sagt, was noch geil wäre, was man reinnehmen würde für die nächsten Sternzeichen. Also es ist ja jetzt so, ich springe ins kalte Wasser sozusagen. Ja, man kann ja viel erzählen. Welche Planeten und was weiß ich was. Aber ich dachte so, Stärken, Schwächen ist ein ziemlich, das ist eigentlich das, was ich mal am interessantesten finde, so dieses allgemeine. Ja, was bist du für ein Sternzeichen? Ja, ich bin das. Ah, ja, ich kenne jemanden. Oh mein Gott, der ist auch so. Also ich bin dann halt eher so dieser Typ. Es gibt tatsächlich Sternzeichen, die ich nicht kenne. Also ich habe schon einige so in meinen Kreisen, aber nicht, ich glaube nicht, dass ich jeden einzelnen Sternzeichen habe oder kenne. Also wir haben Stier in der Familie, Löwe in der Familie, Fisch in der Familie, Zwillinge in der Familie, Schütze in der Familie. Also mit Widdermännern zum Beispiel, da habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Aber ich finde es so lustig, wenn man sich so über Sternzeichen unterhält und man die gleichen Erfahrungen gemacht hat, dann ist es so, ja, ne, oh mein Gott, sind die schlimmsten. Es ist wirklich so. Ich hatte das letztens mit Maurice. Da waren wir der gleichen Auffassung, dass Widdermänner gar nicht gehen. Ist komplett ausgeblippt. Skorpione und Freundschaften. Sehr, sehr treue Seelen. Sehr, sehr loyale Seelen. Ich glaube, wenn man so einen Skorpion an seiner Seite hat und man zusammengefunden hat, dann ist das, also dann Skorpione sind so ride or die. Aber wenn dann Freundschaft, dann wirklich bis zum Ende. Außer man wird betrogen und belogen. Dann sind die Skorpione tatsächlich sehr schnell weg. Also hier lese ich zum Beispiel, wenn der Skorpion den Raum betritt, dann liegen Magie und Leidenschaft in der Luft. Alles oder nichts lautet sein Lebens- und Liebesmotto. Ich glaube, da spielen tatsächlich Lebensumstände eine Rolle. So alles oder nichts, nur für die Liebe. Würde bei mir, glaube ich, nicht zutreffen. Mit seinem durchdringenden Blick vermerke andere in einen Bann zu ziehen. Man möchte sich nur zu gerne von ihm verführen lassen. Well, I don't know, maybe. Also das liest man tatsächlich viel über Skorpione. Ist es meine Liebe? Meine Kamera ist kurz gestorben, weißt du? Deswegen ist nicht drauf, wie ich mir die Lashes aufgeklebt habe oder meinen Lidstrich zu Ende gezogen habe. Aber ich dachte, dieser Look braucht definitiv einen Stachel. Also habe ich ihn kreiert und ich habe richtig spiky Lashes genommen für mehrere Stacheln und die Lippen. Das war jetzt leider nicht mit drauf, aber ist gar nicht so krass im Fokus. Geht eher so um die Farbkombi und was für ein Look dabei herauskommt. Und das ist mein Scorpion Look. Ich bin mega happy, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf diesen krassen Austausch in den Kommentaren. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Folge. Dauert jetzt natürlich noch erstmal ein bisschen. Ich weiß jetzt selber gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Aber wenn ihr Skorpion seid, mit welchem Partner, wenn ihr in einer Partnerschaft sein solltet, welches Sternzeichen hat euer Partner? Das würde mich auch interessieren. Ansonsten findet ihr hier zwei weitere Videos. Hier könnt ihr mich super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten. Sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch. Was ist denn dein Sternzeichen? Ich bin Widder. Ja, okay, bye.